geworden. August Wilhelm Scheer. Zu seinem Geburtstag gibt es in der Uni des Saarlandes morgen eine Feierstunde mit 200 prominenten Gästen. An den Ruhestand denkt der musikalische Informatikunternehmer aber noch lange nicht. Lars Ohlinger. Langeweile hat August Wilhelm Scheer eigentlich nie. Auch mit 75 ist er sehr beschäftigt. Obwohl er finanziell seine Schäfchen längst im Trockenen hat, gibt er weiter eine Fachzeitschrift heraus und ist nach wie vor sehr aktiv. Wenn ich so rückblickend mir mein Leben angucke, habe ich eben viele Dinge auch parallel gemacht, eben als Hochschulprofessor und Wissenschaftler und hinterher dann als Unternehmer oder auch als Politikberater und habe dadurch eben auch doch eine Reihe von Einsichten bekommen, die sich auch untereinander dann auch wieder gut verstärkt haben. Und das, muss ich sagen, hat mir eigentlich auch Freude gemacht. Zu seiner aktuellen Scheer-Gruppe gehören 8 junge Unternehmen. Und an einem gemeinnützigen Institut lässt er zu virtueller Realität forschen. Vor rund 40 Jahren kam er zum Institut für Wirtschaftsinformatik nach Saarbrücken und machte es zu einem Aushängeschild der Uni. Und schon bald danach gründete er seine Firma IDS Scheer. Die entwickelte sich zum drittgrößten Softwarehersteller Deutschlands mit rund 3000 Mitarbeitern. Er brachte das Unternehmen an die Börse und verkaufte es mehrere Jahre später. Natürlich macht das Spaß, ein Unternehmen auch vom Start her von null praktisch aufzubauen, zu internationalisieren. Und der Verkauf war sicher ein starker Einschnitt, aber auch da war ich schon über das Pensionärsalter hinweg, von dem ich mich jetzt noch weiter entferne. Auf dem Unicampus hat er für seine Firmen ein 10-stöckiges Bürogebäude errichtet. Der Scheer Tower kostete inklusive Technik über 30 Millionen Euro und ist fast schon wieder zu klein. Die 8 jungen Firmen haben rund 1000 Mitarbeiter, darunter viele ehemalige Studenten. Im nächsten Jahr soll der Umsatz auf 100 Millionen Euro steigen. In unserer Branche gibt es den Spruch, Ideen werden in den USA entwickelt, produziert wird in Asien und Europa kauft. Und das, finde ich, ist eine ganz schlechte Situation. Wir müssen auch sehen, dass wir aus Europa in dem Informationstechnikmarkt eben auch eine Anbieterrolle spielen. Und das eben hier mit meinen Unternehmen auch etwas mit zu beeinflussen, ist natürlich eine tolle Herausforderung. Seit seiner Jugend ist er auch ein leidenschaftlicher Musiker. Mit seinem Bariton-Saxophon tritt er bis heute immer wieder öffentlich auf. Wichtig für ihn, auch um in Schwung zu bleiben. Gerade die Kombination zwischen Denken und beim Musizieren muss man also viel auch seinen Kopf anstrengen, aber auch die Emotionen, die dabei entfaltet werden und dann zusätzlich natürlich auch das Fingering, also die Motorik. Und das zu koordinieren ist, glaube ich, auch ein gutes Mittel, um hier mein Alter noch einigermaßen bewältigen zu können, also mein Anti-Aging dann eben zu betreiben. Man wird auch mit 75 plus von ihm hören. Denn August Wilhelm Scheer hat neue Pläne. Seine Unternehmensgruppe soll weiter wachsen.